Alter Schwede. Wie ist zu? Warum ist denn zu? Achso, ich muss den Riegel aufmachen. Ja, ich bin so schlau. Jetzt geht's wieder zurück, oder was? Okay. Ich darf mich jetzt nicht wieder beruhigen, denn wir sind ja in ein... Was? Hä? Was? Warum ist sie... Hä? Was? Ich wollte gerade sagen, ich bin erleuchtet. Wo gehe ich denn lang? Ich gehe mal zu der leuchtenden... Oder? Warte mal. Ich habe immer Angst, was zu verpassen bei dem Spiel. Wenn man durch die falsche Tür schreitet, weil dann kommt man nicht mehr zurück. Warte mal, die Tür ist ja eh offen, ne? Das sieht aus, als ob das da weitergehen würde. Ich habe immer so ein bisschen Angst, als ob ich es verpassen würde. Erstmal Glückwunsch, Dankeschön. So. Da geht aber die Maus weiter. Das heißt, ich werde doch nochmal in die andere Tür schreien. Kommen wir da hinten eigentlich nochmal weiter? Also wieder zurück. Ich probiere es mal. Kann ja sein, dass wir... Okay, da waren wir ja gewesen. Okay. Aber wer schließt denn ein Schloss von innen ab? Ist ja egal. Ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt hinkommen. Bitte geht nicht zu Tür. Bitte geht... Nein. Nein. Ich wäre lieber der Ratte hinterhergelaufen. Oh, guck mal, ein Panda. 19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbegründig leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf platzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle auf... Was? Ausfließen kann. Entschuldigung. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe hinunterzugehen und sein Leben ein Ende zu setzen. Du, vor allen anderen, solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Das ist, glaube ich, auch ein Brief von der Frau gewesen. Alter. Was? Glückwunsch, was? Was, Sascha, du hast gerade die Lösung gesagt? Achso, ja. Was war das? Das war meine Uhr. Hallo? Was ist das für ein Kabel hier eigentlich?
Können wir die Kerze anmachen? Bodenkrabbler fallen im Boden, verzehren meinen Fuß. Angst zu laufen. Okay. Dieses Spiel, ne? Ich will das nicht mehr spielen. Ich will das nicht mehr spielen. Warum erinnern mich die Gänge gerade so unheimlich an Daylight? Mit der Türindustrie im Übrigen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich immer sowas spielen muss. Ach, guck mal, ein Zettel. Kann ich nicht lesen. Toll. Ich dachte, ich kann mich ablenken. Haha, ging nicht zu. Haha, scheiß Geist. Fick dich. Fick dich, Geist. Toll, muss ich die Tür wieder selber aufmachen. Also, das... ja, das lief, ne? Also, muss ich sagen. Hui! Solche Türen hätte ich zu Hause auch gerne. Ach, guck mal, da ist wieder die Uhr. Aha, wir haben es kurz nach 12. Ich weiß, wie wir angefangen haben. Haben wir, glaube ich, 6 nach 12 gehabt, dieses Spiel. Ich bin mir da gar... Alter, seid ihr wahnsinnig? 47 Zuschauer, ist das euer Ernst? Alter, willkommen zur Let's Play Live Show. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Vielen lieben Dank. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Ihr seid wahnsinnig. Den dem Lack hier oben zuzusehen, wie er sich erschreckt bei so einem Spiel. Aber ihr wollt es ja immer sehen. Ich, was war das? Habe ich das gerade richtig gelesen? 47? Ich bin verwirrt. Das ist ja auch gemütlich hier, muss ich sagen, ne? Also hier könnte ich mich echt wohlfühlen. Wenn es ein bisschen schöner aussehen würde. Was ist das für ein komischer Raum? Ich schaue mir erstmal jetzt hier die Schubladen an. Ach, guck mal, wieder was zu lesen. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass deine letzten Briefe sehr verstörend waren, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden wurde. Dass deine alten Gemälde anzünden wurde? Angezündet wurden, wahrscheinlich. Warum sollten sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihre professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach all dem, was geschehen ist, ich bin mir sicher, dass es dir ebenfalls guttun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von deinen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein bester Freund und Agent Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Aha. Ja, wir wissen ja, wir haben ja so ein bisschen den Verstand verloren nach einer gewissen Zeit. Und ich glaube... Meine Frau genießt die Show mit Popcorn. Ja, die Horror-Show mit Popcorn. Das ist super, ja. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was kann man auch besseren machen? Schön Popcorn, ein Köhlerchen dabei. Das ist doch alles supi. Da flüstert mir schon wieder jemand ins...
flüstert mir schon wieder jemand ins Öhrchen. Ach, guck mal, der Marco. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, man hört auch aus den Stimmen heraus, dass er unheimlich angetrunken war und sogar den Köter sogar oder den Hund sogar angeplägt hat. Und den Maulkorb haben wir übrigens ganz am Anfang des Spiels gefunden, falls sich einige noch dran erinnern. Das war noch eins. Das ist ein Baum, ne? Uha, Alter. Wenn ich die Zuschauerzahl sehe, dann kippe ich gleich vom Stuhl. Hallo? Du bist so weit weg. Bilder, die sich gegenseitig angucken. Das ist gruselig. Was? Geh weg! Kann es sein, dass wir teilweise jetzt richtig den Verstand verlieren? Ist es möglich? Alter, dieses Spiel, ne? Ja. Hä? Ich sag schon gar nichts mehr. Ist hier in der Truhe jetzt was anderes drin? Warte mal, wie komme ich denn? Hallo? Weißt du, über einen Stuhl kann er nicht rüberklettern. Ne, jetzt der Maulkorb, den hatten wir schon gesehen. Ich dachte, es wäre jetzt was anderes drin. In der Schublade ist wahrscheinlich immer noch der Brief, ne, oder? Wo war der zweite, ne? Ja, das haben wir schon mal gesehen. Okay. Nur so mal sicher gehen. Ganz sicher gehen. Oh, Alter. Schon Zwillinge jetzt. Es ist immer diese Tür, die verbarrikadiert ist, ne? Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ob es nicht zu dunkel ist. Ich will es ja auch nicht zu hell machen, damit ich so ein bisschen mehr in Gruselstimmung bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer die Tür, die verbarrikadiert ist. Ich frage... Alter! Ich meine, hey, Bücher! Krass! Ich habe mich nicht erschrocken. Nö. Ciao. Ich geh erstmal hier rein. Ach, komm an. Was haben wir denn hier? Leinwandkrabbler. Masse was pulsierendes Fell. Wie Gift zu malen. Feuer. Letzter Ausweg. Aha. Sehr interessant. Also können wir das Bild... man kann sogar zoomen. Das habe ich noch gar nicht festgestellt. Ist ja Wahnsinn. Ist eventuell die Haustür? Ja, wenn das die Haustür ist, dann ist aber it's all, was steht da? It's all worth it. Ist es das alles wert? Habe ich es nicht noch letztens gesagt? Rollstühle sind ein Zeichen des Bösen. Das weiß ich seit Silent Hill. Vor allem, wenn Rollstühle sich selbstständig machen. Warte mal, mich juckt...
Das ist unfassbar. Aber was ist das? Layers of Fear. Willkommen zum Live-Let's Play zu Layers of Fear. Steht übrigens auch oben im Titel. Erstmal Schubladen nachgucken. So, während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch die dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich ... nicht weiterentwickelt. Idee. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeuge eines künstlerischen Rücktritts geworden. Du kannst mich mal. Okay. Huch. Nein, ich will die Schublade zumachen. Ich will gar nicht wissen, was da auf dem Bild zu sehen ist, was wir da gerade gesehen haben. Das ist... Huh. Na, wieso? Okay. Ah, sowas in der Art wie PT. Ja, genau. Sowas in der Art ist es. Hey there, princess. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm sorry. Okay, hat sie anscheinend geschlagen. Würde ich jetzt mal so vermuten, hatte man so ein bisschen so da rausgehört. Hat seine eigene Tochter, glaube ich, Weiß ich, die ganze Zeit sind Gläser drin oder Bücher. Jetzt ist es auf einmal, Wir haben eine Kurbel gefunden. Euer Ernst? Eine Kurbel? Prost, HSV-Fans, zum Wohle. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live-LP. Ich würde sagen, apropos Live-LP, wir machen hier mal eine kleine Folgenpause für YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.